Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Senator. Schön, dass Sie uns beehren und teilnehmen. Es ist Ihr Verantwortungsbereich und es geht um die unsoziale Tarifsatzung der Berliner Bäderbetriebe. Die muss weg. Es ist ein Antrag, damit das gleich alle wissen. Wir stimmen also auch darüber ab. Die seit dem 1. Januar dieses Jahres geltende Tarifsetzung ist als Gesamtpaket unsozial. Sie spaltet und klassifiziert die Nutzerinnen. Das Konzept grenzt Menschen aus. Sie spaltet nach sozialen Kriterien, nach Nutzerinnen. Sie macht aus Menschen Nutzerinnen erster und zweiter Klasse und zum Teil auch nicht mehr Nutzerinnen, weil sie es sich nicht leisten können. Das lässt sich an konkreten Zahlen darstellen. Die Einzelkarte Normaltarif ist von 4,50 auf 5,50 seit dem vergangenen Jahr erhöht worden, auf 122%, also der Ermäßigungstarif von 2,80 auf 3,50, das heißt auf 125%, die Sammelkarte von 45 auf 55 €. Und so weiter und so fort. Das Frühschwimmen, das gerne von Rentnerinnen genutzt wird, wurde auf 45 Minuten gekürzt und es wurde teurer. 45 Minuten Nutzungszeit, das ist seniorenfeindlich, Herr Senator. Nehmen Sie diese Entscheidung zurück, die ja im Übrigen auch die Bäder morgens leert. Also uns ist auch in den Bäderbetrieben damit nicht geholfen. Natürlich gibt es Bereiche in der Tarifstruktur, die wir auch sozial und richtig finden. Die wurden unter Rot-Rot eingeführt, zum Beispiel der Superferienpass. Um den haben wir uns immer gekümmert. Der muss bleiben. Und auch die jetzt vorgenommene Entzerrung der Belastungszeiten der Bäder, also eine stärkere Fokussierung auf den Mittagsbereich von 10 bis 15 Uhr. Sehr geehrte Damen und Herren, ich würde mich freuen, wenn Sie zuhören, Herr Lauer, bitte. Danke. Diese Entzerrung begrüßen wir, führt dazu, dass die Bäder besser genutzt werden. Aber reden Sie sich die Zahlen in der Koalition bitte nicht schön. Politisch verantwortlich dafür sind Sie, Herr Sportsenator Henkel. Und niemand in dieser Stadt kann so gut Leersätze, Worthülsen und Floskeln produzieren wie Sie. Berlin kann Olympia, ich muss das einfach sagen, war bisher die Krönung schlechter deutscher Sprache ohne Inhalt. Hören Sie bitte zu. Ich habe Sie nicht holen lassen, damit Sie hier ein Gespräch weiterführen. Und genau auf diesem Niveau, Herr Senator, liegt Ihre Sportpolitik oberflächlich, inhaltslos, konzeptlos, unsozial. Die von mir gestellten Fragen nach der sozialen Ausrichtung, die ich seit Oktober vorigen Jahres gestellt habe, sind in Gänze mit Floskeln beantwortet worden. Und zum Glück merken die Nutzerinnen, dass sie protestieren, und die Linke wird diesen Protest auch weiterhin unterstützen. Das verspreche ich hier. Unfassbar ist für mich, dass die Koalition und besonders Sie Sozialdemokratinnen das mittragen. Wissen Sie überhaupt noch, in was für einer Stadt Sie leben? Wissen Sie, dass hier Menschen sind, die keine 1.000 € im Monat haben? Wissen Sie, dass man für unter 1.000 € im Monat arbeiten geht? Und wissen Sie, dass damit also jede Tariferhöhung auch in Bädern zu Einschnitten führt und damit unsoziale Einschnitte produziert, die wir nicht mittragen wollen? Gerade Schwimmen bietet für viele Ältere die Chance, noch Sport treiben zu können. Der Aufenthalt im warmen Wasser ist für viele sehr angenehm. Er schont die Gelenke, es findet eine Ausdauer- und Kraftentwicklung auf einem niedrigen Level statt, was gut zu vertragen ist. Und das nehmen Sie den Senioren vor allem. Ich finde das ärgerlich, dass wir das immer wieder so benennen müssen. Und ich finde es ärgerlich, dass Sie nicht die, gerade auch die Härten in dieser Tarifstruktur zur Kenntnis nehmen. Zum Glück gibt es in der Stadt auch noch kommunale Betreiber von Bädern, die sozial agieren. Man kann also für 2,50 ermäßigt und 4 € schwimmen nach wie vor. Auch diese werden im Übrigen durch die Kommune, durch Berlin unterstützt. Herr Henkel, schauen Sie sich das an. Es wäre schön, stünde in den Zeitungen dieser Stadt mal die Überschrift Senator geht baden, damit man den Eindruck bekäme, dass Sie sich mit den Problemen Ihrer Sportpolitik konfrontieren. Aber nein, ich ahne, das wird wohl nicht geschehen. Ihre persönliche Belastbarkeit ist da überschritten. Viel eher erwarte ich also, dass wir bald wieder einmal erfahren, Senator taucht ab,
Denn damit haben Sie ja, wenn es um Problemlösungen dieser Stadt, sehr gute Erfahrungen gemacht. Dankeschön.